Wir schreiben heute den 3. Oktober 2019, 4 Tage nach der Nationalratswahl. Beherrschendes innenpolitisches Thema ist nun, wie es zur Neubildung einer Bundesregierung kommt. Dazu möchte ich jetzt einige Dinge auch und insbesondere aus verfassungsrechtlicher Sicht sagen. Die österreichische Bundesregierung ist selbstverständlich geregelt in der österreichischen Bundesverfassung, wer es genau technisch haben möchte, in den Artikel 69 fortfolgende. Wenn wir hier uns die Frage stellen, welche Regelungen wir dazu finden, dann finden wir den Artikel 70 BVG, wonach der Bundespräsident den Bundeskanzler vorschlagsfrei und die übrigen Mitglieder der Bundesregierung auf Vorschlag des Bundeskanzlers ernennt. Viel mehr werden wir dazu nicht finden, was jetzt den Kern der Regierungsbildung anbelangt. Insbesondere fehlt, was natürlich sehr bemerkenswert ist, eine Vorschrift über die Amtsdauer der Bundesregierung. Ganz anders etwa als beim Nationalrat, wo in der Bundesverfassung klar festgeschrieben ist, dass seine Legislaturperiode 5 Jahre dauert. Also können wir jetzt verfassungsrechtlich schließen, dass eine Bundesregierung einmal im Amt quasi auf Ewigkeit amtiert? Natürlich wäre das ein verfassungsrechtlicher Fehlschluss. Schauen wir uns an, welcher Verfassungsbrauch sich entwickelt hat und das schon über die vergangenen Jahrzehnte. Nach der Neuwahl eines Bundespräsidenten tritt die Bundesregierung nicht zurück, sondern sie bietet dem Bundespräsidenten bloß den Rücktritt an. Der Bundespräsident nimmt diesen Rücktritt üblicherweise nicht an, sodass die Bundesregierung einfach weiter amtiert. Das ist, wie gesagt, schon ein Verfassungsbrauch über die letzten Jahrzehnte, über die gesamte Zweite Republik. Anders schauen die Dinge aus, wenn der Nationalrat neu gewählt wird. Bekanntlich wird der Nationalrat an einem Sonntag gewählt und am Dienstag pilgert die Bundesregierung geschlossen zum Bundespräsidenten, um nicht nur einen Rücktritt anzubieten, sondern auch den Rücktritt tatsächlich zu vollziehen. Der Bundespräsident enthebt die Regierung des Amtes und betraut die Regierungsmitglieder mit der einstweiligen Fortführung der Geschäfte. Damit ist gesichert, dass zumindest eine Bundesregierung im Amt bleibt. Man nennt sie die sogenannte einstweilige Bundesregierung. Und nun stellt sich die Frage, wie kommen wir zu einer neuen, quasi definitiven Bundesregierung? Und da mag jetzt das Erstaunen groß sein, dass die Bundesverfassung hier nichts Näheres regelt, sondern quasi nur das Endstück des gesamten Verfahrens normiert. Eben den Ernennungsakt, wie ich ihn einleitend schon geschildert habe. Es hat sich also eine gewisse Verfassungspraxis, ein Verfassungsbrauch herausentwickelt, der dahin geht, dass der Bundespräsident mit den Führern aller im Parlament vertretenen Nationalratsparteien Gespräche führt und dann eine Person zum sogenannten designierten Bundeskanzler ernennt, beziehungsweise mit anderen Worten mit der Führung von Regierungsverhandlungen beauftragt. Es war dies bis heute mit einer Ausnahme, wo die Dinge ein bisschen anders gelegen sind, immer der Führer der mandatsstärksten Partei im Nationalrat. Das ist, wie gesagt, verfassungsrechtlich nicht zwingend geboten, wenngleich natürlich es sinnvoll ist, dass der Bundespräsident eben den Führer der stärksten Partei hier beauftragt. Dieser hat sodann Regierungsverhandlungen aufzunehmen, um eine mehrheitsfähige Regierung zu bilden. Auch da muss man sich die Frage stellen, ja, warum muss die Regierung jetzt eine Mehrheit im Nationalrat haben? Dafür gibt es 2 Gründe. Zum einen will die Regierung ein bestimmtes politisches Programm durchsetzen und das heißt rechtstechnisch gesprochen, sie muss Gesetze erlassen. Und um Gesetze erlassen zu können, bedarf sie natürlich der Mehrheit im Nationalrat. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, in der Bundesverfassung ist vorgesehen, dass der Nationalrat mit Mehrheit der Bundesregierung das Misstrauen aussprechen kann, was zwingend die Enthebung dieser Bundesregierung durch den Bundespräsidenten zur Folge hat. Also einfach gesagt, eine Regierung, die nicht die Mehrheit im Nationalrat hat, läuft Gefahr, schon wenige Tage nach ihrer Ernennung wieder aus dem Amt gejagt zu werden. Wir sind also jetzt beim designierten Bundeskanzler beziehungsweise bei den Regierungsverhandlungen. Die Bundesverfassung gibt hierfür keinen näheren Modus vor. Sie gibt auch kein Zeitlimit vor. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass Regierungsverhandlungen 2 bis 4 Monate dauern.
Das heißt, der designierte Bundeskanzler, auch das ein Verfassungsbrauch, lotet in Gesprächen aus, mit welcher Partei er eine Regierung, also eine Koalitionsregierung bilden kann, wenn er sich entschieden hat, mit wem er die Koalitionsgespräche aufnehmen will, dann beginnen die Koalitionsgespräche mit den Vertretern jener Partei, mit der er eine Koalition bilden möchte. All das ist sozusagen ein politischer Prozess, in dem es zum einen um die Inhalte, die politischen Inhalte der zukünftigen Regierung geht, zum anderen und nicht zuletzt natürlich auch um die Besetzung der Ministerposten, allenfalls Staatssekretärsposten oder sonstiger Personalbelange. Am Ende kommt im günstigsten Fall ein Paket raus. Das heißt, es einigen sich die beiden Parteien auf die Bildung einer neuen Bundesregierung. Das heißt, es wird ein Koalitionspakt geschlossen und es werden die Ministerämter informal verteilt. Nach Abschluss dieses Verfahrens pilgert der Bundeskanzler zum Bundespräsidenten und schlägt ihm das Ergebnis dieses Verfahrens vor. Jetzt und erst jetzt greift sozusagen die österreichische Bundesverfassung auch formell, wie schon einleitend gesagt. Er nennt der Bundespräsident den Bundeskanzler ohne einen Vorschlag gebunden zu sein und die übrigen Mitglieder der Bundesregierung auf Vorschlag des Bundeskanzlers. Das heißt, der Bundespräsident darf zwar niemanden zum Bundesminister ernennen, der nicht vom Bundeskanzler vorgeschlagen wird. Er ist aber nicht verpflichtet, eine vorgeschlagene Person zu ernennen, sondern er kann, wenn er Bedenken gegen diese Person hat, auch diesen Ernennungsvorschlag ablehnen. Kommt es dazu, dann müssen designierter Bundeskanzler und Bundespräsident eben weitere Verhandlungen führen, um die betreffenden Personen auszutauschen. Wenn es nicht dazu kommt, beziehungsweise wenn sozusagen ergänzende Nachverhandlungen dann zu einem vollen Personalpaket führen, dann und erst dann kommt es zum formalen Akt der Ernennung der Bundesregierung. Das heißt, der Bundespräsident ernennt jene Person, die bislang die Funktion des designierten Bundeskanzlers ausgeübt hat, zum Bundeskanzler. Und auf Vorschlag dieser Person, also des frisch ernannten Bundeskanzlers, die übrigen Mitglieder der Bundesregierung, sprich die Bundesminister. Das, was wir im Fernsehen sehen, ist dann die Angelobung der Bundesregierung beziehungsweise die Ausstellung der entsprechenden Urkunden. Wenn auch diese Akte abgeschlossen sind, dann ist in Österreich eine neue Bundesregierung ernannt.